Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, der gerade Quatsch, Pferd im Kopf. Ja, die Aussage geht weiter auf Feldnummer 3. Kurz mal gucken. Senken. Ist auch gestartet. Mal gleich gucken. Nehmen wir an, ne? Dann müsste ich ja gleich mal Dünger und Saatgut weniger werden. Ansonsten haben wir Pech. So, TT. Ja, es gibt Neuigkeiten. Und zwar, es kommt dieses Jahr, für dieses Jahr ist noch geplant eine neue Karte. Etwas hügeliger. Der Bremse. Ja, neue Karte für dieses Jahr und im März, also in den ersten Updates soll schon im Februar kommen. Und geplant sind nur noch drei neue Früchte, Raps, Sonnenblumen und Hafer. Dann soll die Flüge und eine Gruppe eine große Bedeutung zu bekommen im Spiel. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, wenn du nur Gruppen, wäre dann im Grunde dann negativ. Vermute ich mal und Flügen wäre dann besser. Deswegen werde ich jetzt aber nicht umändern. Ich lasse es mal jetzt so. So. Stelle mal kurz ein. Ja, dann soll ein bisschen die Performance verbessert werden. Zum Beispiel. Ne, das sind die wichtigen Sachen. Tiefe der Scheiben, ne? Wieder einstellen. Schade ist das, ich hatte ja hier anfangs Probleme gehabt mit dem Lenkrad, ging ja nicht. Habe ich lange gesucht. Am Ende bei Steam, da habe ich es ja irgendwie deaktiviert und dann jetzt geht's hier. Kurz mal starten. Ganz langsam. Ja, jetzt macht er was. Zwar die eine Ecke nicht gemacht, aber gut. Mit dem kann ich jetzt leben. Ja, die Aussaat. Ja, muss schauen. Ist ja sehr aufwendig, ne? Da muss ich mal in Zukunft eine andere Lösung finden. Wie am besten handhaben. Wird ja auf Dauer ja langweilig, ne? Also. Das kann ich verstehen, wenn man da nicht lange zuschaut. Erste Feld. Ich muss mal überlegen, ob ich da die nächsten drei ja, offline mache oder das jetzt zusammenschneide, ne? Denn die reine Aussaat ist an sich langweilig. Mache ich bis am Ton. Könnte sein, dass der Ton noch leise ist. Sehr wahrscheinlich. Muss ich mal einstellen. Da ich jetzt auf dem Spielrechner auch aufnehme. Ja gut, die Ansprache machen wir nachher. Kein Problem. Kurz mal Maus aktivieren. Ich werde es wahrscheinlich das Spiel ganz kurz nicht sehen können. Aber jetzt geht's wieder. Bei euch habt ihr keine Erinnerung gehabt. Hier ist auch noch ein bisschen leise. Gehen wir ganz kurz im Sound. 70%. Ich hatte ja vorher mit meinem Zweitrechner gestartet und da waren die Ton immer etwas lauter. Jetzt ist es ein bisschen besser.
Mein Ton ist, denke mal, ist okay. Hintergrundmusik habe ich jetzt ein bisschen andere dazu genommen. Ich meine, das ist auf YouTube immer schwierig. Allgemein, was man nehmen kann zum Veröffentlichen, dann muss ja die GEMA-freie Musik sein, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, die richtige Musik zu finden für den Geschmack. Ich habe mal jetzt grob Pop genommen, Pop fröhlich. Ja, Drama und so, das wollen wir nicht haben. Ist hier auch nicht, ne? So. Gibt also für jeden ja, Spiel was dabei, ne? Mal gucken. Fehlermeldung kommt keine, das passt. Das ist immer noch schwierig. Wir brauchen ein bisschen getestet, was ich machen kann an Einstellungen mäßig und so. Also wie jetzt eure Rückmeldung. Ja, es wäre schön, wenn was nicht passt, muss ich entsprechend was sagen. Ne? Immer Dinge, die man ändern kann. Man muss es nur mitbekommen, ne? Das ist nämlich das Hauptproblem. Jetzt zu spät, weil das zweite Mal gedrückt. Müssen wir mal nacharbeiten, ganz kurz. Ja, ich sehe gerade, der Rechner wird heiß. Aber scheint wohl normalen Rahmen zu sein. Ja, Roggen. Ja, wie gesagt, Hafer, Raps und Sonnenblumen. Das ist eine praktische Ergänzung. Auch Richtung Fruchtfolge. Und natürlich andere Anbaugeräte, kommt noch ein anderes. Ja, wann genau? Ich habe nur gelesen, dass im Februar wohl ein kleiner Update kommt, ein kleiner Patch, und das andere kommt dann zum März und die Karte im Laufe des Jahres. Das ist eine, ja, soll etwas hügeliger werden, ne? Wie diese hier, ne? Eine eher süddeutsche Karte. Jeder hat einen eigenen Geschmack und dann soll jeder für sich entscheiden, was er am besten mag, am liebsten mag. Für mich ist immer entscheidend, wie groß sind die Felder, ne? Das ist immer entscheidend. Jetzt ziehe ich eigentlich größere Felder vor und größere Geräte, ne? Das ist für Stelle durch. Ja, mein Geld ist ein bisschen knapp. Ich hoffe, ich komme gut aus, auch mit Düngen. Ansonsten müsste ich was verkaufen. Also im Prinzip im Lager habe ich nichts mehr an Weizen. Also müsste ich rein theoretisch ja was anderes kaufen, ne? Wie fahre ich denn jetzt am besten, das damit zu kriegen? Wow. Machen wir auf jeden Fall. Hier so eine Aktion. Muss ein bisschen Gas wegnehmen. Oh, na, na. Ja, ich habe überlegt, ob ich den anderen Takt verkauf. Den etwas kleineren. Und dafür Geld mehr haben für. Ja, Geld für Saatgut und Dünger im Grunde, ne?
Weil die müssen ja noch Dünger haben. So, jetzt können wir ganz kurz sachte rausfahren. Dann können wir ja da rausfahren, ne? So ungünstig gemacht. Naja gut, ist dumm gelaufen, aber müssen wir machen, ne? Ist halt so. Wir wollen noch was tun, ne? Wieder ausgeschaltet. Textur muss ich mindestens verändern. Ja. Macht's. Ja. In diesem Spiel gibt es so viele Optimierungen. Klar, wenn sie Performance verbessern und pflanzentechnisch machen, ist es ja nicht zum Nachteil, ne? Dann stellen wir gerade fest, der Rechner wird heiß. Ja. Das soll eigentlich nicht passieren. Eigentlich. Wie man hier sieht, ist immer noch Kabel nicht dran, ne? Also Schläuche und so. Das ist natürlich. So, Gas, fünften Gang, sechsten Gang. So, V. Ja, ich versuche mal diese Folgen ganz normal zu machen mit 15 Minuten. Um dort allzu übertreiben, denn die Aussaat ist ja gut Deutsch eigentlich zu lang. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das besser machen können. Zusammensteigen wäre eine Option. Nur kostet ja auch Zeit, ne? Nicht nur, dass ich im Grunde das viel mehr verspielen müsste. Also jetzt Runde 3 Felder offline machen müsste und ja, das ist ein bisschen zeitknapp, ne? Daher mein Let's Play immer alles zeigt, mehr oder weniger. Ist ein Rauschnein mehr oder weniger nicht vorgesehen, ne? Klar, wenn Fehler aufkommen, ja, aber wie gesagt, so in dem Sinne zieht das Spiel durch. So, auf. Ja, heute habe ich ein bisschen Zeit verklärt, weil erst habe ich ein bisschen was anderes geguckt. Dann starte ich das Spiel, buff, Lenkrad geht nicht. Wahrscheinlich habe ich nur noch Dings nicht aktiviert gehabt. Das, ne, das ging überhaupt nicht. Selbst wenn ich das gemacht hätte, hätte zumindest die Einstellung gehen müssen. Also Gas geben und so was, ne? Naja, gut. Lag mir doch am Steam irgendwo. Aber vor einer Woche lief noch alles und jetzt mal halt nicht, ne? Aber schon heiß, die Defekthexe ist immer drin. Im Grunde hätten wir gar nicht tellern müssen, wenn der Gruppe weiß noch nicht genau, wie tief der ist, ne? Das ist ja. Aber im Grunde muss man vorher die
Getreide aufkeimen lassen und dann wird es entsprechend beim Gruppern untergebracht. Man muss es normalerweise nicht tellern. Bauer Hannes macht das auch nicht. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht es wahrscheinlich weiter mit. Ja, wahrscheinlich. Ist ja nicht anders, ne? Uhrzeit? Jo. 9:35 Uhr. Mittagspause ist nicht. Ja, dann mal tschüss und ciao, ciao. Dickes Dankeschön fleißig Reinschauen. Tschüss.